Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 20. Januar. Es grüßt wieder Christian Kämmerer und wir wollen auf den Markt schauen und hierbei natürlich auf den FX-Markt. Wie kann es auch anders sein? Wir haben hier in der Nacht schon starke Bewegungen gesehen, gerade aus Fernost. Natürlich wieder hier die Aktienmärkte stark im Rückgang, sowohl die japanischen als auch die chinesischen hier stark unter Druck und das führte hier unlängst auch zu einer gewissen Schwäche wieder einmal zu oder bei den ozeanischen Pairs. Wir sehen hier Neuseeland-Dollar, Australdollar sehr, sehr schwach unterwegs und Yen hier interessanterweise auch wieder im Zuge der Aktienmarktschwäche mit einer Aufwertung und entsprechend sehen wir hier auf der Südseite neben den ozeanischen Pairs alle Währungen, die hier in Yen gehandelt werden, auf der Südseite. Ganz vorne heute der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen dabei und den wollen wir uns anschauen neben dem Euro gegenüber dem japanischen Yen, der hier heute auch schon wieder stark zurücksetzt, aber hier der Australdollar insbesondere ganz schwach. Interessant auch hier der Australdollar gegenüber dem US-Dollar, den hatten wir gestern kurz im Radar. Hier die Stundenchartprognose. Hier gab es tatsächlich einen kleinen Ausbruch, einen Spike nach oben. Das sehen Sie hier sehr schön in diesem Verlauf. Hier die Abwärtstrendlinie, die im Prinzip mit dem Kreuzwiderstand hier um 0,6930, 0,6928 als Widerstand diente. Hier gab es einen Fake-Ausbruch, der dann aber, Sie sehen es, postwendend umgekehrt wurde und ja, relativ gute Möglichkeit hier in den Markt zu kommen, beziehungsweise hier diesen Trade zu starten. Und Sie sehen, es läuft hier aktuell planmäßig. Wir sind auch kurz dabei oder davor, hier diese Aufwärtstrendlinie zu unterschreiten und es deutet vieles darauf hin, dass hier eine weitere Abwertung vollzogen wird. Ohnehin die Märkte hier mehr oder weniger tatsächlich schon in einem Bärenmodus. Wenn sich das weiter fortsetzt, dann können Sie davon ausgehen, dass auch der Yen weiter aufwerten wird und auch hier die ozeanischen Pairs weiter unter Druck stehen. Aber gehen wir zum Australdollar gegenüber dem japanischen Yen. Australdollar, US-Dollar hatten wir ja gestern schon. Und hier ganz interessant, gerade just hier mit neuem Tief. Wir gehen mal kurz ins große Bild, hier der Wochenchart. Interessante Situation, Sie sehen hier die Sommertiefs aus 2012. Ganz interessante Lage, das Level, dieses Unterstützungsniveau ist die letzte Unterstützungsbastion, die dem Euro Euro sage ich schon, dem Australdollar gegenüber dem japanischen Yen helfen kann. Kommt es hier nicht zu einer Stabilisierung, da sieht es jetzt mit über 2% Abschlag nun wahrlich nicht danach aus, dann, meine lieben Zuschauer, ruft hier definitiv die nächste Zone. Und dann mache ich mir mal direkt einen kleinen Zonenblock, nämlich hier der Bereich von 0,7450 roundabout. Das ist das nächste Korrekturziel, insbesondere unterhalb dieses Niveaus, rund 79,75, rund 80 Yen. Das ist jetzt hier das Level. Unterhalb dessen darf man davon ausgehen, dass sich hier noch einige 100 Pips weiter gen Süden gehen. Der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen, also hier trotz der jüngsten Abgaben hier weiter unter Druck und die Erholung, die wir hier gesehen haben im Wochenchartintervall hier aus dem Jahr 2013 aufgrund des Regierungswechsels, dann hier sukzessive über 2014 die Aufwertung. Es konnte kein neues Verlaufshoch markiert werden. Stattdessen hier sehen Sie, haben wir jetzt schon roten Impulsmodus. Das sieht hier sehr, sehr bärisch aus und deutet auf weitere Verluste hin. Gegebenenfalls kommt es hier direkt zu so einer Abwärtsbewegung, wie jetzt hier dargestellt. Es wird direkt nach unten durchrauschen. Ansonsten möglicherweise hier Pullbacks. Sie sehen, das Widerstandslevel ist im Bereich hier 83,10 etwa zu finden. Darüber scheint das Währungspaar definitiv nicht mehr gehen zu können. Gerade wenn die Märkte in einem weiteren Korrekturmodus bleiben, die Aktienmärkte. Gehen wir kurz in den Tagesschart. Hier die Situation noch ein Stück weit genauer unter die Lupe genommen. Hier auch die gestrige Erholungskerze. Der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen ist hier eine ganze Nummer volatiler als der Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Das werden wir auch gleich sehen. Deswegen auch hier der Spike nach oben, den wir gestern beim Australdollar, US-Dollar gesehen haben, auch schon ein Stück weit deutlicher. Dennoch hier der Widerstand, ja, man kann sagen 81,20 rund, hat sich hier durchgesetzt. Und jetzt sehen wir hier weitere Verluste. Eben hier auch zu dieser Unterstützungszone, die, wenn ich mich mal rauszoome, hier eben aus 2012 herrührt. Da sehen wir hier, dass wir so einen kleinen Dreifachboden ausgebildet haben. Und ja, den unterschreiten wir gerade. Das sieht nicht gut aus. Wenn die Kerze heute so bleibt, dürfte es weiter gen Süden gehen. Ansonsten hier Stabilisierung bleiben rein korrektiv unterhalb von 81,20 alles hier im Bärenmodus. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Saisonal gehen wir mal kurz hier auf den Wochentag, heute theoretisch bullisch, da können wir einen Haken dran machen. Die Zahl wird definitiv fallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir heute noch ein starkes Reversal sehen. Australdollar-Yen hier im saisonalen Verhalten wenig impulsiv, also hier zumindest von der Bullenseite nicht viel zu erwarten. Bärisch bleibt sozusagen hier wohl Trumpf. Also Australdollar weiter auf der Südseite und insofern gehen wir jetzt mal zum Euro, der denn hier morgen mit einem EZB-Event sehr, sehr interessant werden könnte. Euro-Yen, aber auch hier
Zusätzlicher Belastungsfaktor, die Yen-Stärke, sehen wir auch heute wieder. Deswegen auch unlängst hier im Wochenchart das große Bild erstmal der Abwärtstrend, der hier seit ja, Dezember 2014, seit dem Hoch Einzug hält, ist hier intakt. Wir haben hier auch auf Wochenbasis eine Trendlinie, die, ja, man kann sie jetzt drehen und wenden, wie man will, aber grundsätzlich gesprochen hier einen schönen Bestätigungscharakter bereits aufweist und rein technisch hat der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier Potenzial in Richtung 124,80 noch zu korrigieren. Das ist nicht mehr so viel, aber das wäre hier im Prinzip das nächste Unterstützungslevel, was hier vor der Tür steht und welches der Euro gegenüber dem japanischen Yen wohl anstreben sollte. Kurzfristig haben wir hier noch ja, eine Möglichkeit, eine kleine Möglichkeit, hier so eine Unterstützung mal reinzuziehen. Leitet sich wie folgt ab. Da kann man dieses Level mal nehmen. Moment, jetzt machen wir da noch einen Pfad raus. So ein Stück weit drüber sogar noch. Und da sehen wir hier, ja, hier gibt es ein paar Auflagepunkte, ein paar Price-Action-Zonen, die hier ja auch schon 2013, dann hier zuletzt 2015 für Unterstützung sorgten. Genau da sind wir jetzt letztlich. Aber mit Verlaub, die aktuelle Schwächephase und insbesondere morgen die EZB bleibt mal abzuwarten, könnt ihr nochmal einen Dämpfer nach unten verpassen und insofern den Euro gegenüber dem japanischen Yen hier sichtlich weiter schwächen. Da sehen wir auch hier im Tageschart hier mal eine jüngste Prognose aus dem Stream. Haben wir hier die Situation gehabt, dass wir die Unterstützung, auch hier diese Unterstützungszone 126,90, ja, touchiert haben. Jetzt ist der Markt mehr oder weniger seitwärts gelaufen seit einigen Tagen. Wir sind hier sehr in Range, das sehen Sie. Können wir auch hier sehr schön die Kerze nehmen vom 7. Januar. Das ist hier sozusagen mal die, oder sind mal die Rahmenbedingungen. Ja, erst ein Close außerhalb dieser Zone dürfte hier weitere Impulse liefern. Praktisch alles Inside-Kerzen hier, die sich hier anreihen und das schon seit eben, ja, ich will nicht sagen ganz, aber fast schon 2 Wochen haben wir hier eine Seitwärtsphase, die sich hier nicht deutlich gerade per Tagesschluss über die Range der Tageskerze vom 7.1. rausarbeiten sollte. Also insofern hier völlig uninteressant. Mal abwarten, aber was passiert? Denn morgen mit der EZB könnte es dazu kommen, dass wir hier einen Spike nach unten sehen im Sinne weiterer Euro-Schwäche und dann gegebenenfalls, das wäre hier eine theoretische Idee, dann hier einen Impuls nach oben zu erleben. Da würde auch hier sozusagen die Saisonalität ein Stück weit mit ins Bild passen, denn hier ab Anfang Februar deuten die saisonalen Zeichen beim Euro gegenüber dem japanischen Yen zumindest nach oben und das lässt hier vermuten, dass ja, wenn sich der Euro hier stabilisieren könnte, sich zumindest hier eine technische Gegenreaktion in Richtung 130 Yen eröffnen darf. Also die Möglichkeit besteht, auf Wochenbasis das Bild, wie gesagt, dahingehend mit Luft hier in dem Bereich 124,75, 124,80. Das bleibt ein nächstes Ziel. Hier aber die Unterstützungslinie, die wir hier auch bei 126,80, 85 ungefähr einzeichnen können, die wird eben auch hier deutlich. Und dieses Level, sofern hier nur temporär unterschritten und per Close wieder idealerweise man hier innerhalb dieser Kerze vom 7.1. bleibt, ist hier noch nichts gegessen und es könnte dann hier durchaus zu einem Erholungsimpuls im Sinne der Saisonalität kommen. Dafür braucht es aber, wie gesagt, noch ein Stück weit mehr an Indikationen. Ansonsten bleibt das Bild hier ganz klar bärisch. Morgen werden wir wahrscheinlich auch den Euro direkt mal beim Radar im Sinne der EZB-Sitzung im Vorfeld mal in den Fokus nehmen. Wir hatten hier zum Dezember-Event hier dieser Mega-Ausschlag Donnerstag, ja, generell hier beim Euro gegenüber dem japanischen Yen ein Tag mit hoher Volatilität. Wir sehen, in der Summe fallen fast, also prozentual gesehen auf die letzten 12 Wochen, fallen hier 27% der Wochenvolatilität auf den Donnerstag. Und da sehen Sie auch, wenn Sie hier mal grob gucken oder schauen vielmehr, bis auf den Jahresstart hier haben wir grundsätzlich am Donnerstag die höchste Volatilität gefolgt vom Freitag im Schnitt 126 Pips. Im Vergleich zum Montag, Dienstag, Mittwoch ist das doch schon eher bescheiden. Heute natürlich das Ganze auf einem anderen Blatt beschrieben. Euro-Yen ja mittlerweile heute schon 105 Pips gelaufen, auch die True Range sozusagen fast ausgeschöpft. Also rein technisch dürfte hier die Kerze ja, vor dem Ende stehen. Aber mal abwarten, was passiert. Ich denke, hier ist die Volatilität noch nicht geschluckt und wir dürfen uns sicherlich noch auf einiges einstellen heute, aber morgen insbesondere auf die EZB achten. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und nachher, wenn Sie mögen, sind wir direkt beim Devisenradar-Webinar von 11 bis 12 heute nochmal zugegen. Wenn Sie mögen, schalten Sie ein, kostenfreie Registrierung möglich. Ansonsten gern morgen wieder 9:30 Uhr. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.